Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Space Engineers mit Miragoli und dem Soaker. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Und mit mir, Black Piccolo. So, durch den Black Piccolo mussten wir das jetzt alles verschieben. Es hat so lange gedauert, bis er online kam. Ne? Euer Lieblings-YouTuber. Ja. Also, ja. Ich habe ein paar Anfragen bekommen, und zwar was wir bauen sollen. Und da jetzt das neue Update ist, werde ich sogar was Schönes bauen. Und das Update darf jetzt der Black Piccolo sagen. Ich muss das Update sagen? Ich habe das selber noch nicht verstanden. Boy, das Problem ist, ich habe es gerade nur einmal kurz gesehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir jetzt so eine Art hydraulische Arme, die man halt ausfangen kann, und Steine, die man extra dafür benutzen kann, um Tore zu bauen. Was ich ziemlich nice finde. Das nennt sich Pisten. Pisten halt. Mir doch egal. Und das habe ich schon auch hier in meinen Dingens, in meinem Tool drin. Hier, Piston. Nee, das heißt Piston. Ich kann das ja auch mal eben zeigen. Hier. Aber das heißt eigentlich Pisten oder. Okay, hier heißt es Piston, keine Ahnung. Nein, ja. Piston. Hier, das so. Ist das Ding. Hier, das ist der Arm, der hydraulische Arm. Und hier sind eben halt jetzt die Blaster Doors und damit kann man eben halt einen Fahrstuhl bauen. Man kann jetzt da durchaus diese Steinchen jetzt so bauen, dass man die Plattform nicht mehr kaputt macht. Das heißt, du kannst es direkt so, den Fahrstuhl so fahren lassen, zum Beispiel, dass es direkt mit der Ebene abschließen tut. Jo. Oder du kannst jetzt auch so richtige Tore bauen, sodass du nicht mehr irgendwie eine Spalte dazwischen hast oder so, kannst jetzt richtig zubauen. Weil der Motor ist jetzt auch bearbeitet worden. Und zwar, du kannst jetzt hier, lass mich lügen, und zwar, du kannst jetzt, kann man sagen, und zwar, du kannst jetzt die Breite ändern, also hier die Länge, wie der Motor rausgucken tut in dem Sinne. Vorher war es immer das Problem, du hast Motor benutzt, dann hast du versucht hier irgendwie so ein Tor zu bauen und es ging ja meistens nie, dass das komplett zu ist, und jetzt geht es. Du kannst den Motor eben halt auch einstellen, wie breit es sein soll. Also ob der weiter nach vorne gucken soll oder nicht, das zum Beispiel. Jetzt hat man keinen kleinen Spalt mehr. So. Ja, wird auf jeden Fall lustig. Wir werden das, denke ich mal, auch noch ausprobieren. Und jetzt mit der Fraktion kann man es auch einstellen. Man kann kurz auf G gehen. Nein, man kann kurz auf K gehen. Auf Fraktion. Man hat jetzt hier oben bei, hier steht der Mitglieder und dann Accepts und so alles. Und zwar, man kann jetzt hier die Häkchen alle reinmachen zum Beispiel. Und wenn jetzt jemand in eine Gruppe reinkommen möchte, wird er sofort akzeptiert und in eine Gruppe sein. Kann man hier eine Gründen? Das heißt, man bildet jetzt eine Gründe und sagt, ey, hier, ihr könnt alle reinkommen. Man muss jetzt nicht mehr selber alle annehmen. Kann man Frieden und so und Krieg erklären, kann man auch. Ja. Das war's, glaube ich, alles mit den Updates. Ich kann ja nochmal kurz auf den Desktop gucken. Naja, wenn man eine Fraktion gegildet hat, ne, dann ist alles schick. Ich glaube, ich zerstöre hier gerade mein Haus. Ja, also das war's, glaube ich, auch alles soweit. Ja, ich glaube auch. Ach nee, stimmt nicht. Und zwar mit den Hecken wird jetzt sogar angezeigt, wo das gehackt wurde. Wenn du eine Antenne drin hast. Genau. Okay. Cool. Eine Anzeige angezeigt. Ja. Aber Mira. Und das nächste ist, mit den Batterien kannst du jetzt automatisch einstellen, ob von automatisch. Piragoli hat das Spiel verlassen, steht hier. Ja, cool. Aber Mira, ich würde gerne mal wissen, wie kann man eine Fraktion gilden? Eine was? Ja, wie kann man eine Fraktion gilden? Wie, dass es eine Einheit ist, oder was? Nein, er hat oder gesagt gilden, das? Anstatt bilden. Ach so. Ja, das auf die Goldwaage gelegt. Ja, gut, du bist noch da? Ja, ich bin noch da, bin aber irgendwie rausgeflogen. Ja, hab ich mitgekriegt, wa? Naja, was denn? Genießt du den Freiflug gerade? Ich dachte schon, du bist komplett irgendwie rausgeflogen oder so. Also bei deiner Folge spreche ich ja jetzt gerade noch. Ja, ja, bei mir spreche ich. Also es wird gleich weitergehen mit den Updates. Ich glaube, es lag jetzt daran, dass ich kurz auf den Desktop gegangen bin und die Nachrichten. Ah.
Aber egal. Ist halt so, ich wollte wieder auf Space Engineers raufgehen. Flip. Was weg. Also, naja, er genießt immer gerne den Freiflug, das ist so schön. Ja, es geht ja relativ zügig, das ist er wieder hier. So, und dann auf seinen Freiflügen, weißt du, bringt er nichts mit. Ne, kein Bier, kein gar nichts. So, also meine Folge läuft wieder. Und zwar, ich war beim letzten Thema und zwar. Da ruggelt er. Gerade auf aktualisieren und da kommt nix. So, und zwar. Die Batterien laden sich jetzt automatisch auf, also kannst du es jetzt einstellen. Ich kann nur kurz mal zu den Batterien hier unten hingehen im Lager. Und zwar hier, ich drücke jetzt mal K und jetzt kann man hier Semi-Auto einstellen. Das heißt, wenn die Batterien automatisch selber leer gehen, machen sie es halt automatisch alleine, wenn sie leer gehen, dass sie automatisch alleine aufladen. So. Können wir auf der Station ja immer anhaben, weil bei uns ja mittlerweile alles über Solarzellen läuft. Ja, das habe ich jetzt auch gerade angestellt. Also es ist relativ cool gemacht, also jetzt muss man nicht mehr selber persönlich so an- und ausschalten, ob man jetzt aufladen möchte oder nicht, macht er jetzt von alleine. Ja, das ist ein ziemlich cooles Tool, finde ich. Das Schöne ist, Uran kann man, braucht man jetzt eigentlich nur noch für Schiffe oder so. Oder ja, eigentlich fast gar nicht mehr. Also mein Schiff läuft ja komplett eigentlich nur über die Batterien, es muss eben halt nur aufgeladen werden. Ich habe zwar einen Generator drauf, Reaktor meine ich. Okay, cool. Für Reserve. Ein ganz kleiner, aber nur. Reicht ja. Ja. So, und das nächste ist, ich weiß nicht, ob es bei mir noch hörbar war, die Antennen, wenn ihr zum Beispiel gehackt wird auf eure Schiff, dann fangen die Sachen an zu blinken. Also man sieht richtig, was gehackt wurde. Das ist gut. Ja. Finde ich auch. Das ist ziemlich praktisch. Kannst du leider mit deinem Schiff hinter den einen hocken und denen gleich sagen, so machst du weiter, schieße ich dich ab. Ja, so ungefähr. Ja, das waren eigentlich die Updates für diesen Donnerstag und finde die eigentlich relativ cool und ich habe auch jetzt auch ein neues Projekt vorgenommen, also hier für unsere Base. Und ja, ich werde die Plattform einfach mal umbauen. Und ja. Meine geliebte Plattform einfach umbauen. Aber muss doch auch nice sein, weißt du? Du bist gerade so dabei, so schön und irgendwas da zu hacken. Auf einmal steht da, ist da einer mit einem Raumschiff hinter dir oder mit einem Flaggschiff, weißt du? Und streckt die Kanonen zu dir hin. Ich stelle das mir gerade bildlich vor. Ich finde das ist generell so geil. Auch jetzt mit diesem neuen Update, da kann man auch richtig schön vielleicht mal eine größere Welt erschaffen mit mehreren Leuten drauf. Eine richtig schöne Fraktion bilden und all sowas. Also mittlerweile geht's echt weit. Ja, geht gut voran. Ja. Finde ich gut. So, was mache ich denn jetzt? Ja, aber ich meine, es ist schon Wahnsinn, was du hier machen kannst schon und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn, was sie hier gemacht haben. Also, man kann da nicht meckern, ne? Gibt zwar so kleine Sachen, wo man sagen könnte, okay, heute sonst. Ja, aber sowas gibt's ja immer, also. Ja, klar. Aber die bringen immer wieder tolle Sachen wieder hier mit rein. Ja. Teils auch, was die Community sagt, oder was die da sich wünschen. Richtig cool. Nice. Richtig cool, so anhand der Ideen. Also das, was ich jetzt zum Beispiel hier unten aufbaue, das hat jetzt mit den neuen Updates zum Beispiel was zu tun, weil ich das einfach euch mal zeigen möchte. Ja. So, falls ihr euch doch dann interessiert daran, bleibt doch dran einfach dann. Herstellungskomponenten. Bleibt dran. Schaltet nicht ab. Oh. Ja, das wird spannend. Wir zeigen euch, wie es geht hier. Genau, in den nächsten Folgen geht es heiß her. So, was brauche ich denn jetzt alles? Was habe ich gesagt? Interne Panzerung. Ja, das nehmen wir mal so. Ich werde das auch schön groß bauen. Stark und klein. Sieht zwar vielleicht von unten scheiße aus, aber egal. Was? 25 Boah, was? Da brauche ich noch ein paar mehr. So.
Sollte vielleicht auch das Triebwerk einschalten. Da. Und ich weiß ja nicht, ob man den Regen hinter mir hört, aber ich muss Fenster aufmachen, es ist sonst zu warm. Aber wenn nicht, hat man auch ein schönes Hintergeräusch. Was beruhigt. So, na, ja, jetzt kommt gleich der Orkan da durch. Ist bei dir am Regnen oder was? Ja. Das echt? War eine schöne Abkühlung hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer so geil, die frische Luft, die dann immer kommt, weißt du? Ja. Das ist echt sehr, sehr entspannend. Angenehm auch. Erst recht, wenn die Woche komplett heiß war, weißt du? Ja, Mann. Ich weiß, was du machst. Bei mir auf der Firma, da sind teilweise bis zu 42 Grad in der Bude. Das ist schon extrem, ehrlich. Na, ich hatte 30 Grad dauerhaft durchgehend bei mir. Ja. Eine Wohnung, ja, muss ich mal vorstellen, ja. Ja, deswegen habe ich mir für zu Hause eine schöne Klimaanlage gekauft, ja. Gott sei Dank brauche ich sowas nicht. Na, ich brauche sowas eigentlich auch nicht, aber für Tage wünscht man sich doch so. Und doch irgendwie sowas. Ja, weil es doch irgendwie mal warm wird, extrem. Eigentlich, wenn du ganz unten wohnst, dann hast du eigentlich Glück. Den ja, eigentlich unten schon, ich wohne auch in Altbau, weißt du, aber irgendwie... Weiß nicht, das hat sich so erhitzt hier und dann auch ein Hinterhof, das ist das Problem. Da staut sich die ganze Wärme. Ja, dann macht nicht so viel Matratzensport. Denn erhitzt sich das ohne so. Muss sein. Geil. Oh, oh. Alter. Das ist ja fett. Das mache ich aber. Nein, ich find's auf jeden Fall cool und genial, dass ihr uns auf jeden Fall geschrieben habt, was wir doch als nächstes Projekt bauen sollen. Und ich baue jetzt sogar, was mir vorgeschlagen wurde. Und mit dem neuen Update passt es sogar extrem gut. War auch ein Vorschlag da, wo der Black Pink nicht mit einverstanden ist, aber... Ja, ich hätte es gemacht, gar nicht. Wisse, aber... Geht gar nicht, Alter. Black Piccolo möchte es nicht, also wenn ihr euch beschweren möchtet, dann bei dem Black Piccolo. Echt mal. Kommt man darauf, einen Penis zu bauen? Na, die Vagina ist ja schon vorhanden. Wer? Na komm, wenn die Vagina schon vorhanden ist, dann muss der Penis auch schon gemacht werden. Ja, aber das gehört zum Schiff, das ist normal. Naja, zu jedem anderen Stück gehört auch noch ein Gegenstück, also... Ah ja. Und jetzt mit der neuen Funktion, mit dem Ausfahren. Also, vielleicht überlegen wir uns ja doch noch was in der Hinsicht. Ja. Ey komm, sexistische Anspielungen hatten wir doch letztens auch schon gehabt. Ja, dauernd. Ich meine, da wo man von der Ausgabe zur Eingabe da oder Einnahme kam, wo man da versucht hat, sich da zu verbinden. Hey, das war dein Werk, nicht unseres. Hier rein? Ja, fand ich schon irgendwie witzig, was du da veranstaltet hast. Sah auch witzig aus von der Entfernung. Du? Weißt du, ich bin doch so ein unschuldiger Mensch, weißt du, der, ne? Ja, ja. Das war voll beabsichtigt von dir, dass man auf den Gedanken kommt. Weißt du, ich bin total unschuldig, ey. Noch total rein im Herzen und ihr beide versaut mich voll, ey. Genau. Könnt keine Fliege was zu Leide tun, bevor ich euch getroffen habe. Ey, komm mal klar, ja. Wir haben das alles nur von unserem Meister hier, ja, gelernt. Ja, jetzt von sich ablenken möchte, weißt du? Weißt du, wir sind die Schüler und der Schüler zeigt jetzt dem Meister, was wir gelernt haben. Genau. Ja. Unsere Prüfung jetzt. Ne? Ja. So, ist das? Du brauchst ja nie bei uns ankommen. Verlierst du oder so. Das ist immer so 2 gegen 1, wisst ihr? Ja, normal. Hast du es anders erwartet? Nein, eigentlich nicht. Na, siehst du? Von euch? Nein. Da kann ich euch beruhigen. Tja, du hast dich auf uns eingelassen, also. Was musst du damit leben? Ja, es gibt Sachen im Leben, die bereut man, und Sachen im Leben, die bereut man halt nicht. Ne? Ja, manche Sachen kann man auch nicht verhindern, also.
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen halt die anderen, ne? Oh. Nein, du bist der, der diesmal im Nachteil ist. Ich bin immer im Nachteil. Du verkörperst momentan die Niete. Oh, guck mal, ein neuer Miragoli. Was ist mit dem alten passiert? Hast du dich getötet oder was? Mhm. Da sind ein bisschen ein paar Stahlplatten drin. Ich versuche mich mal da zu kriegen. Gemacht? Hast du ein paar Stahlplatten jetzt am Kopf gekriegt oder wie? Was passiert? Oh, warum bist du gestorben? Das musst du uns jetzt erstmal erzählen. Wer ist das schon wieder hingekriegt hier? Wie er nichts sagt dazu, oder? Ne, okay, nicht. Konzentriert. Konzentriert sagt er jetzt. Immer hart, ey. So. Nee, ich hab da versucht, irgendwie schnell zu bauen und war zu schnell, rückwärts geflogen, aber plupp. Das war's dann mit mir. Kennen wir. Ich meine, ist ja nicht die erste Leiche von ihm. Ja, von dir auch nicht, ne? Wie oft du dich auch umgebracht hast. Umgebracht? Ich mich? Ja. Oder du mich? Ja, das auch, aber du hast dich am meisten umgebracht. Ich sag mal so, die Männer mit dem weißen Skill sind nicht weit entfernt, wa? Ihr beide seid irgendwie suizidgefährdet. Ja, so leicht. Das sagt derjenige, der erst vor kurz ein paar Folgen sein Schiff geschrottet hat. Ja komm, ich hab ein bisschen Geisterfahrer hier gespielt. Hat er nicht ganz unrecht, ja. Ja komm, ich hab nur ein bisschen Geisterfahrer gespielt, also. Ja. Aber man hat mich ja nicht dabei erwischt. Nee, wir mussten dich retten. Hab mich aber auch selber angezeigt. Wie vorbildlich. Ja, sehr vorbildlich. Sehe ich das auch. Weil denn gar kein Ende hier. Ich glaube, ich muss mal so was richtig so was Großes bauen, dass ich fast den ganzen Dings einnehme. Meteor hier. Asteroiden, wie auch immer. Ich bin am Überlegen. Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich das hier nochmal erweitern tue? Nee, ich glaube nicht. Ja, ne, ich will so ein bisschen so kreisförmig machen. Die Form so von den Bohrern. Kreisförmig? Okay. Hm? Ja, so kreis oder so achteckig. Mhm. Muss ich mal gucken. Aha. Weil lässt sich denn doch alles dann noch besser minern. Mhm. Ach da. Ja, geht auch viel, viel schneller. Wieso passt er da jetzt nicht rein? Ding. Wieso passt er da jetzt nicht rein? Ja, zu klein, ne? Weil. Oder so. Tatsache. Nee. Nee, müsste passen. Wieso passt denn das so rum, aber andersrum nicht? Okay. Weiß ich nicht. Passt ja gar nicht. Huh. Dann muss ich das erstmal oben abbauen hier. Baust du gerade schon mit den neuen Steinchen oder was? Hä? Baust du gerade mit den neuen Steinchen schon? Nee. Baust dich nicht, ja? Nee, ich verkacke da nur. Das überlasse ich dir immer, weißt du. Ja. Lass dich immer erst den Selbstmord begehen. Oh, gibt es keine Möglichkeit, das noch schneller abzubauen? Sagte er, der sein Schiff bremsen vergessen hat. Alter, was baust du da unten hin? Das sehe ich ja jetzt erst. Hab ich doch gesagt, das Update. Alter. Voll geil. Voll das Riesenloch da unten. Naja, okay. Ich bereite schon mal für den Penis das vor hier. Äh.
muss nur noch gucken, dass ich das ein bisschen noch runder hier kriege, alles. Ich hab hier so ein kleines Problem. Und? Sag mal, welcher Knopf war für die Anzeige ausblenden und wieder einblenden? Tab. Ah, ich wundere mich gerade, ich so, hä, wo sind meine ganzen Sachen hin? Alle weg, weißt du? Frage mich doch, wenn du was nie weißt. Ich denke mir so, kann doch nicht sein, wo ist das Scheiß hin? Gut, ich weiß jetzt auf jeden Fall, woran es liegt. Glaube ich hier zumindest zu wissen. Was brauche ich denn nicht? Ah, okay. Das ich bin gerade irgendwie voll konzentriert. Ich bin voll ruhig, glaube ich. Ja? Ja. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Stimmt. Sonst meckere ich dich ja nur wieder an. Ha? Ja, Mann. Der macht mich immer gesagt, fertig. Mach mich immer fertig. Ich weiß gar nicht, was ich ihm getan habe. Nö. Ja, war total lieb und freundlich zu ihm. Hab ihn zu meinen Let's Plays eingeladen. Und was macht er? Er hatet mich. Ah, Black, hast du irgendwie Tagträume oder so? Er hat mich eingeladen, weißt du? Ja. Er hat mich angefleht, dass ich mitmache. Auf die Knie habe ich das gemacht. Ja, wollte ich auf die Knie. Existiert sogar, glaube ich, noch ein Video davon. Irgendwo. Ja, klar. Heimlich gefilmt. Versteckte Kamera. Hoffentlich sieht das nochmal gut aus. Ja, wie du auf die Knien bist, ja klar. Ja, das gefällt dir, wa? Ja. Hättest du wohl gerne, wa? Standhöhe. Er nur wieder, weißt du? Ja, Blacky, du bist heute zu spät in online gekommen. Aber mach dir nichts draus. Aber Blacky, mach dir nichts draus, da kommt eh nur heiße Luft raus. Das hast du jetzt gesagt. Placebus, sagst du. Ja. Alter, bei mir macht's Ding. Na normal. Mach ich das jetzt da? Ne, ich mach das so. Zack. Das sieht gut aus. Hä? Was ist jetzt? Hallo? Echt jetzt? Was los? Ach, nix. Sind meine Materialien ausgegangen hier wieder. Achso, naja. Lange nicht rum. Was braucht man eigentlich jetzt an Rohstoffe? Alles. Wie immer. Können wir gar nicht genug von haben. Silikon. Ach doch, Silikon brauchen wir, ne? Ja, wir wollten Miraguli noch ein paar Satz zu Brüste machen. Ja, nee, ich meine, der Penis braucht ja auch irgendwie Standfestigkeit. Ja, war gut. So, Kontrollfeld, Produktion. Ja, warte mal, das ist ja auch blöd. Also die Kone ist 52 Meter, nee, 40 Meter entfernt. Ja, super, jetzt muss ich erstmal dahin arbeiten, ja, super. Meinst du, musst erstmal vorher alles feucht machen, ha? Ja, jetzt muss man hier erstmal Vorarbeit leisten, weißt du? So dieses kleine Vorspiel, um an Silikon zu kommen. Oh Gott, ey. Ja, Zuschauer, macht euch nichts draus heute, ist alles ein bisschen versaut, irgendwie. Aber um 100 zu steigern, ne? Also etwas, was man produziert, um 100 zu steigern. Welchen Knopf benutzt man dafür? Boah, das frag mich nicht, weiß ich nicht mehr. Wie ist denn nicht, Alter? Was denn? Mal weg hier. Platz. Ja. Hallo? Anders hinsetzt mich hier. So. Unglaublich, ey. Du bist hier einfach weggezimmert, ey. Na klar. Klar, sagt er. So, wo haben sie denn? Ich hätte gern die Fenster. Haben wir sie doch.
glaube, das war's auch, oder? Jawohl. Wie, das war's schon? Von der Seite kann ich durchgucken, von einer nicht? Cool. Ja, ich hoffe, du hast das Ganze richtig rumgebaut. Naja, eigentlich... Warte. Lass dem Blacky ein Fenster einbauen, du hast deine Freude. Ich finde das aber so gut. Das ist schön getönt. Kommt dir kein Licht in die Bude. Wie im realen Leben. Jalousie runter und fertig. Wieso? Kann man die auf zwei verschiedene Arten einbauen oder was? Es gibt's, ja. Was, die Fenster? Ja. Ja, du kannst sie so bauen, dass man von innen nach außen gucken kann oder von außen nach innen gucken kann. Ist doch blöd. Aber umgekehrt ist es dann so, du kannst dann, wenn du von innen nach außen gucken kannst, kannst du von außen nicht nach innen gucken. Naja, du kannst schon von beiden Seiten gucken gerade. Ja, aber das ist dann aber... Bisschen dunkel. Schwer. Ja, von außen nach innen. Gut, dann versuche ich nochmal was anderes. Dann baue ich die mal andersrum. Aber dann hast du auf einer Seite immer voll die Lücke, ist doch blöd. Aber okay. Wir machen das schon. Bist du wieder was dazugelernt hier? Oh, das hat Schaden genommen. Das heißt, ich müsste das quasi genau andersrum bauen. So. Tatsache. Naja, bin ich nicht so begeistert von. Ja. Es gibt, wie gesagt, verschiedene. Du kannst es auch so bauen, dass es richtig rum ist. Ja, so wie ich das gemacht hatte, bei den Stufen da. Ja, aber der Blacky kennt sich ja nicht aus. Er hat sich ja zu wenig beschäftigt mit sich. Ich kenne mich damit nicht aus, sagt er. Ja. Aber hallo. Zweimal drei flach. Wir brauchen Stahlplatten. Hier ein Stahlplatten. Nee, ich muss sie umdrehen. Sonst kann ich da nicht durchgucken. Oder nicht? Ja, du machst das schon. Nein, musst du nicht. Egal, ich baue die jetzt verkehrt rum rein. Scheiß drauf. Guck doch mal auf Untergehen. Du hast doch da zweimal diese Scheiben. Nur einmal mit dem Pfeil und einmal ohne. Ja. 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 Mit dem Pfeil einmal ist es dann auf der anderen Seite dunkel. Und mit dem Pfeil zum Beispiel oder mit dem Nicht-Pfeil ist es auf der anderen Seite. Du willst mich doch rollen, ey. Nee. Aber ich kann's. Ich könnte. Sagt er jetzt. Das ist echt eine geile Erfindung, ey. Naja, egal. Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Tatsache. Tatsache! Haut da raus. Ja, als wenn es neu Female ist. Ja, aber. Ich habe nie Fenster gebaut, keine Ahnung. Naja. Wird's dann echt höchste Zeit. Hm? Dann wird's echt höchste Zeit. Ja, hab ich ja jetzt. Hab Fenster gebaut, wa? Das war ein bisschen durcheinander hier, aber. Ich könnte theoretisch. Toll. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Oh ne, ne? Button. Ich brauche Material. Dann hol dir welches. Ne, dauert zu lange, bis ich da bin. Ach, bist du noch auf deinem Kometen da, oder?
Ja, ne, mir ist schon wieder ein Panzer von dann gegangen. Okay. Panzer sag ich schon, ein Bohrer. Bei mir steht, Soaker hat das Spiel verlassen. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir steht 16 Sekunden Ausfall. Hm. Sind hier keine Stahlplatten mit, oder was? 21, 24... Jetzt hör auf, mir die Stahlplatten wegzunehmen. 28... Oh, eine halbe Minute schon. Und obwohl ich kann hier rumfliegen, wie ich möchte. Auch nicht schlecht. Ja, machen wir das einfach mal. Ja, einfach die Stahlplatten weg. Du hast mir die Stahlplatten geklaut, das war Mähne, Alter. Ich bin doch gerade am Herstellen, ey. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mal wie er jetzt sauerhaft rausnimmt, ey. So, das reicht. Ich hab gerade mal den Boden fast fertig und er klaut uns einfach die Materialien. Du hast mir das Schiff geklaut, ey. Aber warum fliege ich nicht raus? Ich fliege hier nicht raus, ich kann rumfliegen. Ich cool. Habe keine Verbindung zum Schiff. Hihi. Hauptsache, du bist nicht geflogen in dem Moment. Nee, ich bin ja ausgestiegen. Okay. Zup. Wir sind übrigens am Ende unserer Folge angekommen, schon lange. Verdammt. Au. Ja, das macht so viel Spaß, dass wir es gar nicht mehr mitkriegen, gell? Ja, was sagst du denn? Tja, Leute, wir danken euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, genau. Wird nicht vergessen, nächste Folge wird heiß. Ja. Ciao. Wahrscheinlich. Ciao. Bis dann.